Pro Christ. Ich bin auf der Suche nach der, die das Pro Christ, keine Ahnung, ich habe gehört, irgendwo hier am Zoo in Leipzig soll dieses ominöse Pro Christ sein oder ein Pro Christ sein. Ich frage einfach mal irgendwelche Leute, ob die wissen, was ein Pro Christ sein könnte. Darf ich euch mal ganz kurz anquatschen von der Seite? Und zwar, ich suche ein Pro Christ. Das soll irgendwo hier am Zoo sein. Habt ihr irgendeine Idee, was das sein könnte? Sagt uns nichts, nee. Ein Tier wird es nicht sein, ne? Prokurist kenne ich. Eine Prokuristenvereinigung vielleicht. Keine Ahnung. Nee. Ey, hört sich nicht an wie ein Tier. Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Wir suchen der, die das Pro-Christ... Also ich heiße zum Beispiel Chris, aber es heißt ja Christ. Das könnte mein Fanclub sein oder sowas, ja? Hast du eine Idee? Nein, eigentlich nicht. Also vom Namen her ja, so? Irgendwie irgendwas für... Christus. Ja. Pro Christ. Christian, das bin ich hier nicht. Ja, ich heiße Chris. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Also pro Christian findest du jetzt besser wahrscheinlich. Ja, ich glaube, jetzt bin ich schon fündig geworden, weil es hat wahrscheinlich doch was mit dem Zoo zu tun, weil hier entdecke das unglaublich jeden Tag. Vielleicht ist es doch was im Zoo. Ich suche pro Christ, irgendwie pro Christ, so der, die das. Da wird die Säulen stehen drauf. Ah, haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Was ist denn Pro Christ? Das ist eine kirchliche Veranstaltung. Ich bin fündig geworden. Kommt mal mit, schnell, ich hab's gefunden. Da oben ist das Pro Christ. Also hier muss es irgendwie sein. Wir gehen da jetzt mal rein und gucken mal, was ein Pro Christ sein könnte. So, jetzt sind wir hier in der Kongresshalle am Zoo und gucken mal, ob wir irgendjemanden finden. Ah, guck mal, da sieht jemand aus, der sieht sehr kompetent aus. Entschuldigung, ganz kurz, darf ich Sie kurz mal stören? Eine Frage. Pro Christ, wir wurden jetzt hierher geschickt, ja. Hier soll das anscheinend sein. Der, die das Pro Christ, können Sie uns was sagen, was das eigentlich ist? Ja, ich habe hier gerade so ein Programm von Pro Christ in der Hand, aber es geht um die Veranstaltung, die hier stattfindet. Also können Sie uns was zeigen? Gucken wir mal kurz. Rein. Und zwar ab 11.03. ab Sonntag. Ja. 19 Uhr ist Einlass und wir... Kann man da reingucken? Wir dürfen da sogar reingucken. Wir erwarten Besucher. Etwa 1000 Besucher haben hier Platz. Ja, und dann geht es um pro... Das christliche Glaubensbekenntnis. Und das ist dann nur für Christen, pro Christ, also für Christen. Das ist für alle geöffnet und am meisten würde uns freuen, wenn Menschen kommen, die wissen möchten, was ist das eigentlich, der christliche Glaube, worum geht es da, Christus, hat das irgendwas mit mir zu tun, Gott hat das was mit mir zu tun. Also insbesondere die Fragenden, vielleicht auch die Kritiker, die sind ganz herzlich willkommen und die Christen natürlich auch. Und das heißt, dann muss man jetzt hier nach Leipzig kommen, um sich das anzugucken wahrscheinlich? Das ist eine gute Möglichkeit, hier live vor Ort in Leipzig und können wir nicht mal rübergehen? Wir haben richtige Kameras deshalb hier. Deshalb die vielen Kameras hier an rund 400 Orte europaweit. Also ist ja eine richtig große Sache. Pro Christ klingt spannend, könnte man sich mal anschauen. Vielleicht bleiben wir auf die nächsten Tage hier und machen mal so ein bisschen Backstage-Reportagen. Einfach mal so ein Programmheft nehmen. Ah ja, alles da. Gut. Oder im Internet gucken, prochrist-live.de. Steht alles drin. Alles da. Ja, vielen Dank. Endlich mal einer, der mal richtig was sagen konnte, was Pro Christ eigentlich ist. Ja, ansonsten im Zoo mal fragen. Im Zoo, alles da. Oder im Zoo.